und herzlich willkommen zu Gamondo Packt aus. Die Show, in der ihr dabei zu sehen, wie wir geile Sachen auspacken. Ja, wir haben heute Akibas Trip hier für die Nintendo Switch für euch als kleine Day One Edition. Also es ist diesmal keine Collectors oder Limited Edition, sondern nur was ganz, ganz Kleines. Allerdings ganz nett. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ist tatsächlich ein Titel von 2013, ist damals für die PlayStation 3 erschienen, später noch für die PlayStation Vita und hat jetzt dieses Jahr eine Art Remaster erhalten, unter anderem auch für die PlayStation 4. Hier haben wir jetzt die Nintendo Switch Version. Ja, ist ein Action-Adventure, in dem es halt auch um Vampire geht, die bei Tage einfach so... Ja, mir nichts, dir nichts rumlaufen und unsere Helden wissen das und können die allerdings nur erkennen, wenn sie dem Sonnenlicht ausgeliefert sind und dazu müssen sie den Vampiren die Klamotten vom Leibe reißen. Klingt ganz durchgeknallt, aber das ist dieser Titel tatsächlich auch. und wir haben jetzt hier die Day One Edition für die Nintendo Switch hier und da schauen wir mal kurz rein. Erstmal machen wir mal die Folie ab. Vorausgesetzt, ich krieg das hier vernünftig hin. Na, es hakt. Ja, das ist bei diesen ganz stark eingeschweißten Dingern halt immer ein bisschen problematisch. Hat auch eine ganz schön lange Reise auf sich. Tatsächlich war das ein bisschen problematisch, das Ding hier zu erhalten. Die Day One Edition. Die ist nämlich tatsächlich hier nicht bei uns in Deutschland erschienen, sondern man sieht es hier an diesem Rating Board der amerikanischen. Das ist die amerikanische Version, also die US-Version von dem Titel. Ja, dann schauen wir uns das Cover ja auch mal ein bisschen genauer an. Da haben wir hier tatsächlich unseren Protagonisten und eine Maid im Hintergrund. Ich glaube, es ist eine Maid. Sieht zumindest ein bisschen danach aus. Wir haben den Schriftzug und ja, das ist die Box. Ist auch ein bisschen eingeknickt. Ist nicht ganz so hübsch, aber naja, gut. Muss man mitleben. So, die Rückseite... Die zeigt natürlich ein paar Screenshots, die rechtlichen Hinweise und auf der anderen Seite können wir dann halt sehen, was sich so in dieser ja Day One Edition verbirgt. So, ja, dann machen wir es mal auf. Viel ist es ja nicht. Dafür kostet es halt auch nicht wirklich viel, weil es ist halt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, war glaube ich der normale Preis nur als Ding. Fangen wir, wir fangen mit dem Spiel an, ne? Das ist ja... Mal gucken, ob ich das hier so aufkriege. Ja, ich kann das ja auch mal ohne Schere aufmachen. So viel Plastik immer. Naja gut, das geht dann halt in die Recyclingtonne. So. Dann haben wir hier jetzt die Switch-Version. Und dann schauen wir uns erstmal das Cover von dem Titel an. Ja, das sieht schick aus. Das ist jetzt so ein bisschen ja bunt. Anime-Figuren, da ist die eine Dame wieder, das ist jetzt Maid identifizierbar, eine andere Dame groß im Hintergrund, den Schriftzug natürlich und oben steht dann noch Nintendo Switch. So, und hinten sehen wir ein paar mehr Screenshots und ja, nochmal die eine Dame mit den leicht lilafarbenen Haaren, keine Ahnung wer das ist. Sieht nett aus und unten die obligatorischen rechtlichen Hinweise. Ich habe den Titel noch nicht gespielt, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich kenne natürlich so ein bisschen die Prämisse. Hier drin haben wir natürlich jetzt, das kennen wir ja von der Box, das Bild. Ich finde das schön, dass das hier auch jetzt in der Spielhülle drin ist. Das ist nett. Wir haben hier noch so ein kleines Heftchen. Ist nett. Wenn wir uns das mal angucken, hier auf der einen Seite. Hier finde ich die andere Seite auch ganz spannend. Ist schick gemacht. Ja, nice. Das ist tatsächlich einfach ein Comic-Heft. Finde ich cool. Deswegen haben wir hier vorne auch jetzt das Cover, weil das ist weil es ein Manga ist. Also wir haben hier so bunte Seiten mit Comic. Finde ich schön. Es gibt ja auch tatsächlich ein Anime zu Akiba Strip, den ich tatsächlich auch noch nicht gesehen habe. Aber vielleicht wäre das mal was, damit anzufangen, wenn ich das Spiel gespielt habe.
So, jetzt kommen wir zu dem hier. Das sind, glaube ich, Karten. Postkarten, Bilder, hübsche Bilder. Ich mag hübsche Bilder. Könnten immer ein bisschen größer sein, aber boah, das sind eine Menge. Oh, hier hinten haben wir so ein... das ist spannend. Ja, das Dominosteinmäßig, also nee, quasi ist ein Würfel zum Zusammenbauen und finde ich irgendwie ganz nett. Also wenn man mal einen Würfel braucht, ist wahrscheinlich für so ein kleines Spielchen nett. Finde ich relativ cool. Wir haben jetzt hier ein paar, wir gucken uns jetzt nicht alle an, das ist ein bisschen, oh meine Güte. Also, gucken wir uns zwei, drei Bilder an. Also erstmal hier das erste natürlich, das ist relativ cool. Hübsches Bildchen. Hier, das sieht auch ganz nett aus, ne? Ist, hübsch so mit den Damen essen. Ich mag auch essen. dann gucken wir uns das hier auch noch an. Unsere Figuren, ist hübsch, ne? Ist ganz nett. Aber, was ich jetzt gesehen habe, natürlich, ich habe mir natürlich nicht spoilern lassen, mich vorher informiert, aber da ist ein Spiel drauf. Das hat wahrscheinlich was hier mit dem Würfelchen-Ding hier zu tun. Und man kann das hier auslegen. Also man muss hier das so zusammensetzen. Stimmt, hier sieht man das gesamte Spielfeld so ein bisschen drauf, damit man sehen kann, wie man das aufzubauen hat. Und ja, das sind dann halt diese Kärtchen. Also ich, hier sind dann halt so lustige Sachen drauf, wenn man da hier hinten drauf guckt. Und dann kann man so ein Spielfeld machen. Hier stehen hier auch noch die Regeln drauf, Game und Setup Rules. Ist wahrscheinlich ein relativ einfaches Würfelspiel. Vermutlich wird man einfach da irgendwo lang hüpfen müssen. Kann man sich dann so zusammenbasteln. Finde ich mal eine ziemlich brillante Idee, tatsächlich so eine Art Spiel damit einzubringen. Das ist, das hatte ich bis jetzt noch gar nicht bei den ganzen Editionen. Das ist meine Day One Edition. Nice, nice. So, und dann haben wir jetzt hier noch zuletzt den Soundtrack. Dann mache ich auch mal die Folie ab. Ja, wenn man das irgendwie hinkriegt. Das Auspacken ist mal das Schwierigste. So, dann kommt die Folie hier ab. So, ist tatsächlich auch so ein, jetzt kein einfacher Pappschuber, sondern das ist tatsächlich sowas, Ding zum Aufklappen. Finde ich cool. Schauen wir uns kurz mal das Cover an. Das sieht auch relativ cool aus. Hat wieder dieses, ja, ich sag mal, dieses U-Bahn-Design. Also das jetzt hier nicht, das Cover nicht. Aber hier so die Rückseite mit diesem, ja, Haltepunkten quasi. Und hier drinnen halt auch. Also das, es hat für mich so ein urbanes Design, halt so U-Bahn und dergleichen. Ich denke mal, das ist hier ja relativ ähnlich. Das sieht so nach U-Bahn-Plan aus. Ist alles relativ cool und nett. Und das war das letzte Element hier drin. Und das ist hier diese Day One Edition von Akiba's Trip. Finde ich relativ cool. Ich meine, es ist tatsächlich klein und fein, relativ schnell und übersichtlich, aber mit diesen Postkarten und dem Spiel quasi auf der Rückseite, das finde ich eine sehr, sehr coole Idee, muss ich sagen. Ist nett gemacht, schön. Wir haben hier die Würfel, die wir noch zusammenbauen können. Da kann man wahrscheinlich auch ganz normale Würfel nehmen und diese Spielfiguren, da kann man sich auch ganz normale Spielfiguren irgendwie machen, muss man sich jetzt hier nicht ja alles kaputt schneiden. Wir haben einen Soundtrack. Und das Spiel natürlich mit Inlay-Cover und wir haben eine hübsche kleine Box, die hier ein bisschen eingedrückt ist. Aber nicht weiter schlimm. Relativ cool, ist eine schicke Day One Edition. Man kriegt was für sein Geld, ist relativ cool und ja, das war's. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Gamondo packt aus. Bis dahin, ciao, ciao.